Es ist ein absoluter Betrug am Bürger. Das versprochene Klimageld, was im Koalitionsvertrag festgehalten wurde, sollst du zum Ausgleich der hohen CO2-Steuer jetzt nicht mehr bekommen. Warum das so ist und ob es überhaupt noch kommt, erfährst du in diesem Video. Also schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Los geht's. Was versteht man unter Klimageld eigentlich? Die Regierung möchte, dass wir weniger Dinge machen, die die Umwelt schädigen, wie zum Beispiel viel CO2 in die Luft zu lassen. Deshalb hat sie beschlossen, dass Unternehmen für jede Menge schmutziger Luft, die sie verursachen, extra Geld bezahlen müssen. Und dieses Geld landet dann in einen großen Topf. Und jetzt kommt der Hammer. Die Regierung nimmt das Geld aus diesem Topf und teilt es auf alle Menschen im Land auf. Jeder bekommt einen Teil davon, egal ob groß oder klein, jung oder alt. Aber hier ist das Besondere. Wenn du versuchst, weniger schmutzige Luft zu machen, indem du beispielsweise umweltfreundliche Dinge machst, bekommst du trotzdem ein Klimageld. Das ist wie ein kleines Geschenk dafür, dass du mithilfst, unsere Umwelt hier zu schützen. Und die Leute, die mehr schmutzige Luft machen, müssen logischerweise mehr Geld bezahlen. Das macht Sinn, denn so werden die, die viel zur Umweltverschmutzung beitragen, ein bisschen mehr zur Kasse gebeten. Oft haben die Leute mit viel Geld auch größere CO2-Fußabdrücke. Also es ist eine faire Art, die Kosten hier zu verteilen. Das Klimageld hilft besonders den Leuten, die nicht so viel Geld haben. Es ist wie ein kleiner Bonus für alle, die versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Doch was bedeutet das für uns Bürger? Der ADAC titelt vom 10.01.2024 wie folgt. CO2-Steuer, was der Anstieg für Autofahrer hier bedeutet. CO2-Preis fürs Tanken steigt 2024 deutlich. Der CO2-Preis für Sprit, Heizöl und Gas ist zum Jahreswechsel deutlich gestiegen. Zum 1. Januar 2024 wurde er nicht wie zuvor geplant von 30 auf 40 Euro, sondern hier direkt auf 45 Euro pro ausgestoßener Tonne Kohlendioxid erhöht. Die Folge: im Vergleich zu 2023 steigt der CO2-Preis für den Liter Benzin rund um 4,3 Cent und der für den Liter Diesel um rund 4,7 Cent. Gegenüber den ursprünglichen Planungen müssen Autofahrende hier also zusätzlich mit 1,4 Cent bzw. 1,6 Cent mehr bezahlen. Und der Grund für die Erhöhung ist die jüngste Haushaltskrise in der Bundesregierung. Die Ampelspitzen hatten nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts beraten, wie man ein 17 Milliarden Euro großes Loch im Bundesetat für 2024 schnell stopfen kann. Und die Erhöhung des CO2-Preises, oft auch CO2-Steuer genannt, ist eine Möglichkeit für staatliche Mehreinnahmen. Durch die CO2-Bepreisung fossiler Brennstoff wird also Tanken und Heizen seit 2021 grundsätzlich immer schrittweise teurer. Das soll den Ausstoß des Treibhauses verringern und helfen, die Klimaziele in Deutschland zu erreichen. Das ist der absolute Hammer. Ja, meine lieben Zuschauer, ihr habt hier richtig gelesen. Der Grund ist mal wieder, dass unsere Spitzenpolitiker genau diese Finanzkrise im Haushalt selbst herbeigeführt haben. Und für das Versagen der Ampelkoalition müssen die Bürger jetzt darunter leiden. Und da fragt man sich doch, was soll man denn hier noch alles bezahlen? Wenn Manager in großen Industrien solche Betrügereien begehen, dann kann man davon ausgehen, dass man hier entlassen wird oder im schlimmsten Fall noch vor Gericht kommt. Doch nicht mit unserer Regierung. Nein, für eine solche Arbeit gibt es sogar noch jährliche Diätenerhöhung. Du brauchst nur keine Ahnung von der Politik haben und führst die Bürger hier absichtlich in die Irre und der Rest ergibt sich dann irgendwie von selbst. Frei nach dem Motto, uns kann keiner was. Unfassbar, wie dieses Land die letzten zwei Jahre zerstört wurde. Doch jetzt kommt der Oberhammer, meine lieben Zuschauer, denn neben den versprochenen günstigen Strom für Wärmepumpen, den es ja jetzt doch nicht gibt, denn der Strom wird immer teurer, wird direkt das nächste Versprechen der Ampelkoalition gebrochen. Der Fokus titelt hier wie folgt vom 14.01.2024. Die Ampel hat mal wieder mehr versprochen, als sie liefern kann. Das Klimageld wird es frühestens nach der nächsten Bundestagswahl geben, sagte FDP-Chef Christian Lindner. Damit bricht die Ampelregierung ein zentrales Wahlversprechen mal wieder. Lindner schießt dabei Habeck an, verschweigt aber ein wichtiges Detail. Bundesfinanzminister Christian Lindner ist ehrlich, das Klimageld wird frühestens nach der nächsten Bundestagswahl kommen, denn es sei kein Geld da, wie er der neuen Osnabrücker Zeitung sagte. Die Einführung eines Klimageldes zum Ausgleich steigender Energiekosten war eines der zentralen Versprechen der Ampelparteien. Dementsprechend heißt es, im Koalitionsvertrag, um einen künftigen Preisanstieg zu kompensieren, werden wir einen sozialen Kompensationsmechanismus über die Abschaffung der EEG-Umlage hinaus entwickeln. Dann heißt es weiter, bei Absage verschweigt Lindner, dass Klimageld gar nicht ausgezahlt werden könnte. Lindner verschweigt freilich, dass den Menschen selbst ohne Haushaltsmisere das Klimageld derzeit nicht ausgezahlt werden könnte, denn die Bürokratie
Republik Deutschland, die über ihre Bürger so vieles weiß, kennt nicht alle Kontonummern. Lindner hatte das schon im Herbst 2022 so begründet, der Staat müsse zunächst einmal die Steuer-ID eines jeden Deutschen mit dessen Kontonummer zusammenbringen. Das dauere mal eben 18 Monate. Außerdem sei der Verwaltung oder sei die Verwaltung nicht in der Lage, mehr als 100.000 Überweisungen pro Tag auszuführen. Es würde demnach über 2 Jahre dauern, um jeden Deutschen nur einmal Klimageld zu überweisen. Aber Abhilfe ist in Sicht, denn Lindner hat bereits mehrfach versichert, dass die technischen Voraussetzungen für eine Beglückung alle Bürger mit dem Klimageld von 2025 an vorhanden seien. Hä, bitte, was ist hier los? Die Regierung wusste schon, dass es nicht möglich sei, Klimageld auszuzahlen und schafft es hier nicht, am Tag 100.000 Überweisungen zu tätigen. Aber die Regierung schafft es mal wieder, Milliarden Euros an Steuergeldern für fremde Menschen in fremde Länder für hunderte oder gar tausende Projekte ins Ausland zu überweisen. Merkt diese Regierung hier noch was? Für wie blöd muss man uns denn hier halten, dass wir so etwas nicht merken? Aber nein, jetzt schiebt man das hier plötzlich auf die Bürokratie und damit hat sich das Klimageld fürs Jahr 2024 komplett erledigt. Wann stehen denn mal endlich wieder die Bürger in diesem Land an erster Stelle bei dieser aktuellen Bundesregierung? Ja, wie stehst du denn zu solchen gebrochenen Wahlversprechen? Schreib's ja gerne mal in die Kommentare. Ich bin jetzt wirklich gespannt auf eure Meinung. Ich lasse hier auch jeden Kommentar zu, egal ob ihr pro oder contra seid. Also dieser Kanal steht hier wirklich für eure freie Meinung. Bitte bleibt hier nur sachlich und haltet euch auch an die YouTube-Richtlinien. Doch wie FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Lindner jetzt bekannt gab, gibt es das Klimageld spätestens 2027. Der ZDF titelt hier wie folgt: Klimageld kommt wohl erst 2027. Die Bundesregierung hat angekündigt, dass das Klimageld erst 2027 kommen wird, also nach der kommenden Bundestagswahl. Und dabei steht es eigentlich schon im Koalitionsvertrag fest, der Ampel. Klimageld soll steigenden CO2-Preis ausgleichen. Lindner will warten, heißt es. Der Finanzminister Christian Lindner hatte den neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, ab 2025 können wir erst technisch eine Pro-Kopf-Auszahlung vornehmen. Und damit liegen wir im Plan. Ob wir die Förderlandschaft in diese Richtung politisch umbauen, das wird nach der nächsten Wahl zu entscheiden sein. Also meiner Meinung nach verliert die Ampelregierung genau durch so eine aktuelle Politik das Vertrauen der Bürger in diesem Land. Hier werden jeden Tag Versprechungen gemacht, die man am Ende eh nicht einhalten kann. Und das sorgt dafür, dass die Umfragewerte dieser Ampelkoalition förmlich in den Keller rutschen. Und da wundert es mich nicht, dass die Menschen in Deutschland auf die Straße gehen und ihren Unmut bei öffentlichen Demonstrationen hier klar zeigen. Denn wir wissen alle, was wir hier die letzten 2 Jahre in diesem Land erlebt haben. Egal auf welchen öffentlichen Veranstaltungen unsere aktuellen Politiker auftreten, sie werden hier massiv beschimpft, ausgebuht und ausgepfiffen. Hier sollte die Bundesregierung endlich mal aufwachen und sich selber an die Nase packen und Politik fürs eigene Land machen, statt gegen das eigene Land. Ja, wie siehst du denn das Ganze? Schreib es mir in die Kommentare. Werden wir das Klimageld 2027 endlich bekommen? Ich bin wirklich gespannt hier auf eure Meinung. Teilt das Video auch gerne mit so vielen Leuten wie möglich, damit hier auch jeder diese Nachricht sieht. Ich lasse hier jeden Kommentar zu, egal ob ihr hier pro oder contra seid. Dieser Kanal steht hier für eure freie Meinung. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und ich möchte mich nochmal bedanken für 1080 Abonnenten, die wir ja hier schon geknackt haben. Vielen, vielen, vielen Dank, meine lieben Zuhörer und Zuschauer. Und ich zeige euch jetzt die Kommentare des letzten Videos. Altparteien flippen aus, AfD-Höhenflug in Thüringen. Und wir steigen direkt ein. Nach wie vor meine Stimme für Uwe, einer aus dem Volk und kein Offizier, der bisher schon genug Geld vom Staat bekommen hat. Hoffe, Uwe macht das Rennen in 2 Wochen, das Land soll endlich mal wieder demokratisch werden. Nur die AfD kann Deutschland noch retten. Herzlichen Glückwunsch. Was für ein rasanter Start, Leute, das war hier erst der Anfang. 2024, das wird unser Jahr sein. Ich drücke fest die Daumen für die AfD, die schon lange keine Alternative mehr ist, sondern das, was dieses Land jetzt hier braucht. Solange es eine Stichwahl gibt, wird wie bisher wahrscheinlich nicht der AfD-Kandidat gewinnen, da jeder, der unbedingt den bösen NAZ verhindern will, die anderen wählt. Aber vielleicht reicht es für den Kandidaten doch, aber ich glaube erst, wenn es soweit ist. Toi, 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 viel Glück. Glückwunsch für die AfD, weiter so. Ihr seid die Besten. Drücke die Daumen für die AfD. Ja, und wenn du auch eine spannende Meinung hast zu diesem Thema, dann schreib es mir in die Kommentarfunktion und wir sehen uns hier gleich im nächsten Video.